Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Heute ist die Kerze Nummer 3 dabei und ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Adventssonntag gehabt. Nächste Woche der 4. Advent und dann kommt Heiligabend und das Weihnachtsfest. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Marco und das Weihnachtsfest kommt noch viel, viel angenehmer und schneller, wenn man gut erholt ist und wenn man sich auf Geschenke freut. Und die gibt es bei Ab ins Bett mit einer nagelneuen Alexa, diese sprechende Box, mit der ihr auch zum Beispiel ganz einfach Ab ins Bett hören könnt, indem ihr einfach sagt, Alexa, spiele Ab ins Bett, der Kinderpodcast. Und die könnt ihr haben. Sagt mir einfach, warum ihr das Teil haben wollt und warum ihr das gebrauchen könnt und was ihr damit anstellen möchtet. Schickt am besten mit euren Eltern gemeinsam, ganz wichtig, eine WhatsApp-Sprachnachricht an 01525 179 6813. Bevor wir zur Geschichte kommen, nehmen wir die Arme und die Beine, wir strecken uns, machen uns ganz, ganz lang. Die Hände und Füße so weit weg vom Körper, wie es nur geht, spannt jeden Muskel im Körper an und macht euch lang. Und nun lasst euch ins Bett hinein plumpsen. Sucht euch eine ganz bequeme Position. Und ich bin mir sicher, dass ihr heute vielleicht die bequemste Position gefunden habt, die ihr jemals hattet. Wenn nicht, dann korrigiert noch ein klein wenig. Hier ist Ausgabe 108 von Ab ins Bett für den 3. Advent. Finn, der geheime Ladendetektiv. Heute war Sonntag. Heute haben die meisten Läden zugehabt. Naja, das stimmt nicht so ganz. Einige hatten doch wirklich offen. Tankstellen zum Beispiel. Oder auch die Lieblingsbäckerei. Die hatte heute Morgen auch offen. Aber der Einkaufsladen, in den Finn sonst mit seinen Eltern geht, der hatte heute zu. Und Finn fragte sich, wer denn das alles beschützt? Na klar ist eine Tür am Eingang, aber was ist, wenn zum Beispiel doch etwas verschwunden geht? Das weiß er, wer darauf aufpasst, nämlich der Ladendetektiv. Doch wie sieht die Arbeit von einem Ladendetektiv aus? Das interessierte Finn auch und er machte sich auf eine geheime Mission. Er schloss die Augen und so, wusste er, konnte er sich unsichtbar machen. Sieht er niemanden, wird er auch nicht gesehen. Ein Geheimnis, das nur Finn kannte. Er probierte es aus. Die Tür ging auf, Mama ging ins Zimmer rein, er schloss die Augen und sie ging wieder raus. Wahrscheinlich hat sie ihn gar nicht gesehen unter der Bettdecke. Es scheint also zu funktionieren. Morgen probiere ich das gleich aus, dachte sich Finn, denn er wusste, montags geht seine Mami immer einkaufen und er begleitet sie wahnsinnig gern. Da kann er nämlich allerhand Menschen beobachten und er hat meistens auch noch sich selber etwas aussuchen können. Ein Lieblingsessen vielleicht, ein Lieblingsobst oder Gemüse oder manchmal auch eine Schokolade. Und so war es auch am nächsten Tag. Die beiden waren im Supermarkt einkaufen. Der Laden war ganz schön leer, das fand Finn gut, denn zu viele Menschen mochte er überhaupt nicht. Allerdings war der Einkaufswagen dafür ganz schön voll. Das hieß also auch für Finn, er muss selber laufen. Manchmal hat ihn Mama nämlich noch in den Einkaufswagen reingesetzt, obwohl er dafür eigentlich schon viel zu groß war. Wenn er sich aber klein gemacht hat, dann haben sogar noch einige Sachen reingepasst. Heute aber nicht. Heute war der Einkaufswagen von Finn und von Finns Mama bis oben voll mit den leckersten Sachen. Mama fing nämlich jetzt schon an, Dinge für Weihnachten zu kaufen und sie wollte noch dringend einmal Plätzchen backen. Also lud sie so viel Mehl und Backzutaten ein, dass der ganze Einkaufswagen schon fast eine Federung bräuchte. So voll war er geladen. Das kann eben nur die Mama. Als er so durch den Supermarkt schlenderte,
dachte sich Finn, jetzt ist meine Gelegenheit. Ich kann genauso arbeiten wie ein Ladendetektiv. Vielleicht sehe ich ja, ob ein Dieb hier im Supermarkt ist und ob jemand etwas klauen oder stehlen möchte. Am besten, ich mache mich unsichtbar, sagte er. Doch das Problem, das erkannte er bald. Schloss er nämlich seine Augen, war er unsichtbar, zumindest dachte er das. Allerdings konnte er nichts sehen. Denn mit geschlossenen Augen kann man auch nicht erkennen, ob vielleicht ein Dieb im Laden ist. Also musste er sich einen neuen Plan überlegen. Finn öffnete die Augen, ging durch die Reihen und tatsächlich, er konnte etwas Merkwürdiges erkennen. Ein Mann. Ihm fiel auf, dass er schon die ganze Zeit im Supermarkt war. Finn hat ihn nämlich immer wieder gesehen, denn der tauchte überall auf, wo auch Finn war. Seltsam, dachte er sich. Bin ich nun vielleicht doch einem echten Dieb auf der Spur, dachte sich Finn. Angst hatte er überhaupt keine, denn er wusste, hier kann ihm überhaupt nichts passieren. Mama war in der Nähe, im Supermarkt waren zwar nicht so viele Menschen, aber hier kannte er sich aus. Und außerdem konnte er ganz schnell wegflitzen, denn mit seinen Beinen und Füßen war Finn so richtig flink, da konnte ein Erwachsener gar nicht folgen. Unauffällig folgte Finn diesem Mann. Eigentlich sah er ganz nett aus, so stellt man sich doch keinen Ladendieb vor. Vielleicht war es doch alles auch ganz anders. Egal wohin der Mann lief, Finn lief hinterher. Natürlich mit geöffneten Augen. Von dem Plan, die Augen zu schließen und sich unsichtbar zu machen, hat er sich schon längst verabschiedet. Das funktionierte, wie vorhin gesagt, ja nicht. Also öffnete er die Augen und lief hinterher. Überall beobachtete er den Mann. Seltsamerweise hatte der Mann zwar einen Wagen dabei, einen großen Einkaufswagen. Aber in dem war noch nichts drin, obwohl er schon fast an den Kassen war. Und er hatte sich auch verdächtig viel Zeit gelassen. Finn kam das alles reichlich komisch vor. Mittlerweile war seine Mama an den Kassen angelangt und sie lud ihren riesengroßen Einkauf auf das Kassenband. Als sie das Mehl auf das Kassenband legte, staubte es so, als würde ein Zementlaster seine Ladung auskippen. Der Mann, den Finn beobachtete, der war mittlerweile hinter ihnen. Sein Einkaufswagen war immer noch leer. Anstalten, aus dem Laden rauszugehen, machte er nicht. Im Gegenteil, er verschwand. Und Finn wieder hinterher. Finns Mama rief, Finn, bleib hier! Doch Finn ließ sich nicht aufhalten. Der Mann allerdings ging wieder mit seinem Einkaufswagen zum Eingang. Und er schaute sich wieder alles an, was er sich auch am Anfang angeschaut hat. Die Früchte, das Obst und das Gemüse, die Cornflakes und das Müsli. An jedem Regal blieb er stehen. Das kam Finn doch sehr, sehr seltsam vor. Er konnte gar nicht aufhören, sich darüber Gedanken zu machen. Und als die Mama mit dem Bezahlen dran war, riss er sich los und rannte zu dem Mann hin. Auch der Mann merkte natürlich längst, dass er von Finn beobachtet wurde. Als die Mama den Einkauf bezahlte, da drehte sich Finn noch einmal um. Er beobachtete weiter den Mann. Und auch der Mann, ja, der erkannte, dass er schon längst von Finn beobachtet wird. Er drehte sich um und ging zum Eingang raus. Die Kassiererin bemerkte es und sie lächelte nur. Seltsam, dachte Finn. Warum reagiert die Verkäuferin und Kassiererin denn nicht anders? Müsste sie nicht hinterherrennen? Es könnte ja sein, dass der Mann etwas geklaut hat. Und überhaupt, wo geht er hin? Finn und seine Mama sollten es bald herausfinden. Denn draußen vor der Tür, da erwartete der Mann Finn und seine Mama bereits. Und er verriet ein großes Geheimnis. Hey, ich habe gesehen, dass du mich beobachtet hast. Ich muss dir ein Geheimnis sagen. Psst, und das bleibt unter uns, sagte er. Kurz bevor er sich zu Finn runterbeugte und das sagte, hat er der Mama etwas ins Ohr getuschelt und sie musste nur kichern. Finn verstand die Welt nicht mehr. Was war denn jetzt los? Der Mann beugte sich noch einmal zu Finn. Du hast mich enttarnt. Ich bin hier im Supermarkt der Ladendetektiv. Und du hast so gut aufgepasst. Du bekommst nun eine Auszeichnung.
Er griff in seine Tasche und holte einen kleinen Zettel und einen Stift raus. Darauf schrieb er: Du bist nun Detektiv ehrenhalber, sagte er und pinnte diesen Zettel mit einer Sicherheitsnadel an das T-Shirt von Finn. Sofort machte sich Finn diesen Zettel ab und sagte: Nein, das darf doch keiner wissen, denn ich bin doch der geheime Ladendetektiv. Alle drei lachten und sie wussten, aus Finn wird sicher einmal ein guter Detektiv werden, denn die richtige Spürnase, die hat er bereits. Und die drei wissen, genau wie ihr, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Ihr müsst nur ganz stark dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. abinsbett.net, dann mit Marla und die Schwerelosigkeit, eine neue Ab-ins-Bett-Titelheldinnen-Geschichte. Bis dann.